So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play World of Warcraft. Ja, ich habe jetzt schon länger nicht mehr aufgenommen, muss erstmal selber gucken, was wir denn alles schon so gemacht haben und was nicht. Ja, ich habe so ein bisschen auch, also ich habe jetzt länger nicht aufgenommen, so bestimmt 20, 30 Tage nicht. Ja, eher 15 bis 20 so. Ja, wie gesagt, das Spiel ist halt echt, ne, es macht in den ersten Tagen, wenn du es mal wieder zockst, richtig Bock und dann vergisst du langsam so, dass du das Spiel überhaupt gekauft hast. Außerdem habe ich auch momentan echt wenig Zeit, um das Spiel zu spielen. Jetzt habe ich mal wieder Zeit und werde jetzt ein paar Parts aufnehmen, kurz oder lang, mal gucken. Ja, wir nehmen jetzt am besten erstmal die Quest hier an und dann machen wir uns weiter auf die Jagd. So, jetzt muss ich selber gucken. Also Entzaubern haben wir auf jeden Fall. Haben aber selber noch nichts dazu zum Entzaubern. Aber warum wir das nicht drin haben, verstehe ich auch gerade nicht. Aber naja. So, genau. Jetzt sind wir hier bei Weststadion Todeswacht. Weststation, nicht Stadion. Okay, so, mal gucken. Ja, das ist ganz okay. Okay, so, dann können wir uns jetzt. Ach, das ist hier gleich. Ach ja, siehst du, jetzt müssen wir diese Nachtsauger töten. Ist gut. Machen wir doch direkt mal. Und bumm. So, was ist Nummer 2? Was macht das? Ein stabiles Ding. Ah ja, Schaden über Zeit. Okay. Und direkt mal das bekommen. Das brauchen wir alles nicht. Haben wir Kirschner? Nee. Gut, dann ist das egal. Ah, ist natürlich auch extrem leicht, die Dinger zu töten, auch generell, ne? So mit diesem. Mit dem Petty, unser Tankgründer, das ist schon keine Aufgabe mehr. Ja, wir haben nur sehr wenig Ausdauer bekommen, also hier Erholtheit, das wundert mich gerade so ein bisschen. Also ich habe das normalerweise so, dass das dann immer total lange ist, aber hier in diesem Spiel irgendwie nicht. Also gut, wir standen jetzt natürlich nicht in der Hauptstadt oder beim Gastwirt, aber ein bisschen mehr hätte ich mir schon gedacht. Aber gut, kann sein, dass es generell auf kleinen Leveln nicht so ist, weil das wäre ja auch unfair, weißt du, dann gehst du mit Level 1 irgendwie 4 Wochen nicht rein oder so und dann bist du komplett erholt die nächsten 4-5 Level, das wäre auch langweilig. Außerdem ist das ja jetzt auch nicht so schlimm. Ja, mein WoW läuft in 28 Tagen aus. Ich muss selber gucken, ob ich das dann verlängere, weil ich muss mir dann immer für 60 Tage holen. Ehrlich gesagt lohnt sich das nicht für mich. Also ich werde selber gucken, wie das Let's Play so läuft, ob ich da noch motiviert zu bin und ob ich das dann auch tatsächlich weiterführe. Ich werde natürlich versuchen, auch in den 28 Tagen so viel wie möglich aufzunehmen, dass ich dann zumindest auch für längere Zeit auf jeden Fall noch Parts bringen kann. So, der ist jetzt weg, aber da kann ich zum Glück noch den Spell draufhauen. Komm, einfach machen wir das noch. Ah, ich liebe das, wenn du so, also wenn du nicht den ganzen Schaden auf einmal kriegst, sondern wenn du so über längere Zeit. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Deswegen mag ich auch den Hexenmeister eigentlich ziemlich. Na, der hat ja hier, jetzt haben wir schon 3 Spells, die machen ja über Zeit Schaden und nicht auf einmal so BAM und du bist tot. Finde ich irgendwie saugeil. Ich habe keine Ahnung warum, das ist schon immer so. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Und dann müssen wir auch. Das machen wir dann, glaube ich. Unterstadt. Besucht wir unsere Unterstadt. Machen wir einfach. Aber wir haben bestimmt auch was mit Haustierkämpfen, ne? Ja. Turnier der Erhabenen gewonnen. Und besiegt Zunia, die Sadistin. Okay, ich nehme mal an, das ist dann auch. Also, das ist auf meinem richtigen Account, ist klar. Und die wird auch dann da hinten irgendwo sein. Okay, na, dann lassen wir das. Meine Tiere sind eh nicht stark genug. So, Nachtsaugdinger da. Dann nehmen wir das hier. Und dann gibt er uns wieder eine Quest. Ah ja, dann können wir wieder zurückgehen. Ist aber nett. So, dann gucken wir. Die können wir also tragen. Und dann einmal können wir wieder zurück. Dann machen wir erstmal die Quest hier. Weil da müssen wir wahrscheinlich auch wieder zurücklaufen. Und dann lohnt sich das mehr. Ja, was wir auf jeden Fall mal gebrauchen könnten, wäre natürlich ein Reittier. So langsam. Wir haben 79 Gold, Silber. Ja, das ist nicht allzu viel, muss man sagen. Aber mal gucken. Ich glaube, mit Level 20 kann man das ja erst. Wir sind sogar immer noch in der Gilde. Also ich meine, ich war jetzt seit Wochen nicht mehr online. Also die scheinen sich echt darauf. Eure Reisegeschwindigkeit von Flugrouten, na gut, ist so auch okay. Aber wir sind hier ja nicht der Schlechteste mit dem Level. Ziemlich viele sind echt Level 10 oder weniger. Nur, obwohl geht eigentlich. Ist eine ziemlich große Gilde. Dass wir nur 21 sind, ist krass. So, die haben sogar ein TS. Ist ja. Okay, wusste ich nicht. So, da ist eine Ratte. Welches Level ist sie denn? 6 ist hier, haben wir. Mal gucken, wo kann ich das sehen hier? Haustiere. 3, 6 und 6. Ja, ich habe so ein bisschen ein paar Duelle gemacht. Aber ich bin eh nicht so der Fan davon. Deswegen werden wir das ja auch in den Let's Plays nicht wirklich thematisieren. So, mal gucken, was müssen wir hier machen? Scharlachrote Zeliot getötet, Missionare und Mandarum, blam, blam, blam. Gut, dann machen wir das einfach schnell. Das ist ja jetzt auch nicht so schwer.
Ja, wir sind ja schon Level 10. Mit Level 15 können wir dann ja auch endlich in die Instanzen gehen. Dann wird das bestimmt auch mal so ein bisschen spannender, als hier rumzugehen und die ganzen Mobs hier einfach so mehr oder weniger sinnlos zu töten. Ich meine, guck mal, also wir questen ja ganz normal. Ich habe ja nichts gemacht, dass ich jetzt irgendwie voll viel EP bekomme. Und die sind trotzdem alle schon, die sind alle schon grün, fast. Fast, nicht alle, aber fast. Obwohl die Quest selber wird mir nicht grün angezeigt. Okay, das ist schon mal gut. Eigentlich brauchen wir auch Gebrechen gar nicht und so. Weil dreimal das ist auch schon, es reicht schon. Tja, doof, du bist tot. So, Leinenstoff, sehr schön. Na, ist immer gut. Die humanoiden Mobs, die Leinenstoff droppen, sind meine Lieblingshumanoiden Mobs. Wobei ich glaube, auch fast alle droppen das, beziehungsweise die besseren Sachen dann davon, wie Wollstoff später. Leider nicht so oft. Eigentlich können wir jetzt schon weiterlaufen, den nächsten. Wir können eigentlich hier stehen bleiben schon. Aber es ist, ja, relativ halt, ne? Ich weiß auch nicht, warum ihr Hexenmeister wolltet. Aber gut, ich beschwere mich nicht. Ich spiele gerne sowas. Ach, hoppala. Zack. Ah, wieder ein Leinenstoff. So, was müssen wir noch töten? Wir brauchen noch ein Missio-Bing-Ding da. So, das ist. Die sind das nicht. Dann laufen wir erstmal außen rum. Auch nicht. Da. Da müssen wir gegen beide kämpfen, aber das macht nichts. Wir haben ja unseren Mob. Beziehungsweise wir können uns ja sogar selber heilen, von daher wäre das dann auch nicht so schlimm. Aber guck, so einfach geht das nämlich. Und dann heilen wir uns wieder, auch wenn wir gar keinen Schaden bekommen. Sehr schön. So, zack. Oh, drei. Das ist natürlich nice. So, das nehmen wir nicht mit. Das müllt uns nur voll. Ah, jetzt habe ich sie doch genommen. Ja, egal, weg damit. So, dann können wir schon wieder zurücklaufen. Jawohl, nach Briel. Na komm, der steht da noch so rum. Dann können wir den auch gleich noch mitnehmen. Ja, so. Es lohnt sich schon gar nicht mehr, den Zauber zu machen. Und direkt wieder 5 Kupfer bekommen. Ja, doof. So, dieses lange Hin- und Herlaufen, das nervt halt so ein bisschen. Wir werden aber gleich mal nach Unterstadt fliegen, denke ich mal, wenn wir dann da die Quests fertig haben. Und dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Weil hier hinten. Oh, naja, gut, den nehmen wir jetzt auch noch schnell mit. Ah, Leinenstoff nochmal, sehr schön. Ja, mal gucken, wie wir das mit den Berufen machen, ob wir die jetzt explizit auch hochbringen oder ob wir sagen, es ist uns scheißegal. Weil ehrlich gesagt, ist es mir tatsächlich mehr oder weniger egal, die Berufe zumindest momentan. Also ich mache das auch in anderen Accounts so, beziehungsweise ich habe mich ja, habe ich auch schon öfter gesagt, nie wirklich um Berufe gekümmert halt. Ich habe bei meinem Goblin sogar tatsächlich aber Ingenieurswesen ziemlich weit hochgemacht, aber wir werden schon wieder angegriffen, glaube ich. Nee, doch? Hä? Ach so. Ich weiß gar nicht, das habe ich glaube ich auf 3 oder 400. 300 glaube ich. Oder 350, irgendwie so. Das ist für mich sogar schon tatsächlich ziemlich viel. Aber ich meine, so viel kann man damit ja auch gar nicht anfangen, ne, mit dem Ingenieursding. Weil du kannst zwar coole Sachen herstellen, aber vieles, zum Beispiel dieses Goblin Trike oder dieses Flugmaschine zum Beispiel, kannst nur du fliegen. Dann, dafür braucht man Ingenieurstechnik. Ist so lala, finde ich. Aber auch generell, sonst habe ich eigentlich an sich nie was gemacht. Also auch, ich kaufe mir auch eigentlich immer die Rohstoffe, die ich benötige. Das Ding ist auch, wenn man sich halt am Anfang nicht darum kümmert, dann ist es halt schon schwieriger, weil da muss man selber Leinenstoff farmen gehen und so weiter. Und man sieht es ja selber auch hier wieder, wie lange das auch wirklich dauert, da Leinenstoff eigentlich zu bekommen. Also gut, wir haben jetzt 7 oder 8 Mobs getötet haben, aber auch nur 7 Leinenstoff bekommen. Also das dauert natürlich alles seine Zeit. So, wer ist das hier? Das ist unser untoter Magierfreund Sauru, der Geduldige. Saurur. Okay, da gehen wir erstmal die Quest. Aber ich glaube, jetzt kommen wir sogar Level up. Müssten wir eigentlich kommen. Was Mal verlangt sehen. ihr vom Tod? Ja, direkt mal Level 11, ganz locker flockig. Können wir irgendwas? Lebenslinie. Mal gucken. Opfert 2 eure gesamten Gesundheit, um euren beschwörenden Dämon alle 1 Sekunde um 6% seiner Gesundheit zu heilen. Das ist ziemlich cool. Werden wir aber eher weniger gebrauchen, nehme ich mal an. Deswegen schiebe ich das. Jetzt ist irgendwas weg. Aber anscheinend nichts Wichtiges, sonst würde es mir auffallen. So. Ach ne, müssen wir, glaube ich, nach oben. Ach, stimmt, genau. Das war ja der Typ mit seiner. Mit irgendwas, wo hier dann so voll der Kampf abging. Ach ne, doch nicht, das war nicht hier. Hoffentlich Das war ist in einem das anderen Gebäude. wichtig. So, dann sind wir die beiden fertig. Da müssen wir gucken, ob es hier irgendwo einen Flugreiter gibt. Was benötigt ihr? Ein Flugreiter, ja, gibt es. Gut, den sehen wir sogar direkt auf der Karte. Jo, Leute, dann fliegen wir jetzt nach Unterstadt. Machen wir ja auch noch nicht.
Wo ist er da hinten? Was lernt der uns? Kräuterkunde. Habe ich auch noch nicht gemacht. Noch nie, muss ich sagen. Aber irgendwie bockt mich das auch nicht so. So, Unterstadt. Auf geht's. Ja, wenn wir die Quest dann abgegeben haben, gucken wir mal. Dann werden wir wahrscheinlich erstmal hier hingehen. Aber wir können, also da ist, okay. Also da wird, also zu den westlichen Pestländern werden wir schon mal nicht gehen. Silberwald wäre dann das nächste. Dann glaube ich das hier. Nee, warte. Bis 20. Ah ja, dann das hier. Und dann 35 bis 40. Nee, dann kommt glaube ich hier irgendeins. 25 bis 30, 30 bis 35, 35, 40. Ja, wir sind eigentlich nur hier oben fast. Und dann natürlich das Schattenhochland. Kenne ich gar nicht. Also sagt mir gerade nichts. Naja. So, dann lass uns mal raus. Und mal gucken, ob ich das finde. Ich habe in Unterstadt immer so ein bisschen meine Probleme, aber da die Quest heißt Flieg nach Unterstadt, wird das wahrscheinlich auch gleich hier sein. Nee, falsch geraten. Na doch, da vorne. Irgendwie kenne ich, also hier ist irgendwie, hier ist der Wurm drin in der Hauptstadt. Ich weiß auch nicht. Ich habe genau das, Fliegt nach was ihr Unterstadt. braucht. Yay. Bringt Gordons Kiste zu bla bla bla. Es ist auch hier. Ah ne, doch dahin. Okay. Fledermaus. Oh, fast runtergefallen. Wobei das jetzt auch nicht so schlimm wäre. Gordons Kiste weiter. Jawohl. So. Bucht eine Fledermaus mit nach Brill, weil Fledermaus und bringt die Gordons Kiste zu. Also auch, da könnten die auch eine Quest draus machen und sagen, bring das bitte wieder zurück oder bring die Kiste halt zurück. Ist halt auch eigentlich sinnlos, finde ich auch, weil du hast auch keinen Weg oder sonst was, was du da machen musst. So, mich schreibt gerade wer an, den mag ich nicht besonders. Antworte ich ihm? Naja, ich antworte immer. Naja, was geht? Nicht viel bei dir. Ist immer so, ich schreibe irgendwie immer, wenn du fragst, was machst du oder so, also bei Leuten, mit denen ich nicht so viel schreibe, dann sage ich immer so nichts oder Musik hören. Also nichts, bist doch im Internet, aber so ist das halt, ne? Man darf ja nicht hier alles öffentlich machen. So, mal gucken. Hat schon, ja, antwortet instant, ey. Lust mal wieder was zu machen. Junge, ich schwöre, der Typ, also ich mag den an sich, ist ein guter Freund von mir gewesen früher. An sich, ja, auch ich hab Bock mal wieder was mit ihm zu machen, aber irgendwie der echt immer, auch wir haben uns so schon, also, wir treffen uns auch öfter mal so auf der Straße. Bock mal wieder was zu machen? Ja, okay. Dann gehe ich mal weiter. Ich schwöre, der Typ schreibt mich mindestens einmal pro Woche an und fragt, ob wir was machen wollen, aber sagt nie, ja, lass mal das und das machen. Ja, also. Ah, ey, das ist echt einige Leute, ey. So, hier hinten haben wir, glaube ich, Tristafall, Bollwerk, da können wir, glaube ich, auch gleich hinfliegen und weitermachen. Ach ja, bist du für die AfD oder für die Partei? Na, natürlich für die AfD, ne? Ja. Können wir mal. Worauf ich mal Bock hätte, weil ich in Braunschweig wohne, wäre mal in den Harz zu fahren. Einfach so mal wieder. Ich war da schon längere Zeit nicht mehr. Das ist so das Gebirge, was hier bei uns ist. Ist immer ziemlich chillig. Da ist ja auch der Brocken, den könnte man jetzt kennen, wenn man in Erdkunde eine 4 oder besser hat. Ja, wenn ihr jetzt das nicht wusstet, dann schreibt es in die Kommentare und jeder, der den Kommentar von den Typen sieht, flamet die Mitte zu, weil das ist, der hat in Erdkunde eine 5 oder eine 6. Na, das wäre zum Beispiel chillig. Vielleicht ja mit ihm. Was man auch mal machen könnte, wäre von Braunschweig nach Hannover mit dem Fahrrad zu fahren. Das sind, ich glaube, um die 60 oder 80 Kilometer dauert mit dem Auto so eine halbe Stunde, Stunde, je nachdem, wie schnell du durchkommst und so. Habe ich auch schon mal gemacht. Danach war ich ziemlich fertig. Wir sind dann auch mit dem Zug zurückgefahren. Also was ist zum Beispiel immer auch chillig. Immer sportliche Aktivitäten draußen. Vor allem mit dem Auto in den Harz fahren, ist sehr sportlich. Vor allem das Fahren, einfach nur rumsitzen. So. Ach ja, siehst du, jetzt machen wir dieses Gebiet hier und dann können wir schon ins nächste. Ja, das ist ja hier eigentlich nur von Level 1 bis 10, von daher ist es eigentlich für uns auch gar nicht mehr gemacht. Und wir könnten direkt nach Tristfall gehen, aber machen wir nicht, einfach weil wir es können. Nein, auch weil ich gerne die ganzen Quests hier beenden würde. Wenn es jetzt uns natürlich darum ginge, möglichst schnell zu leveln, dann ist richtig, dann würde man sagen, wir gehen ins nächste Gebiet, weil es mehr Erfahrung gibt. Aber ganz ehrlich, Leute, lasst uns die Quest hier doch beenden. Es bringt uns jetzt ja auch nicht um. Wobei die Droprate von denen scheint nicht so hoch zu sein, denn ich habe jetzt schon von einem nichts, von zwei nichts bekommen direkt. Das ist natürlich auch nicht toll. So, da ist der Vampirjäger, den brauchen wir nicht. Was müssen wir da noch machen? Scharlachroten. Irgendwie sind die Scharlachroten in diesem Spiel nicht wirklich beliebt. Das muss man sagen. Ah, hier ist auch kein einziger Mob in Sicht. Das ist komisch. Es ist so, als ob sie ausgestorben wären. Jetzt im Ernst, wo sind die alle? Ich meine, wir sind hier voll im Gebiet drin, aber hier sind keine Bären. Hallo. Da.
Und der Schattenblitz. Peng! Voll in die Fresse. Und das instabile Gebrechen. Peng! Voll in die Fresse. Na, und schon ist er tot. So, der sollte das jetzt aber mal droppen, sonst vergeht langsam echt die Lust. Balg eines verseuchten Bärens. Also, wir haben auch kein Item oder sowas dafür bekommen. Deswegen nehme ich einfach mal an, dass wir die nur töten müssen. Aber wir können ja eh erstmal hier bei den Scharlachroten ein paar Leute killen. Wandernder Geist. Ja, den vielleicht nicht. Ja, den auch nicht. Irgendwie läuft bei den Quests hier gerade nicht. Die überfordern mich. Das sind ja alles nur wandernde Geister. Ach, die sind hinter dem Bauernhof. Okay. Dann laufen wir außen rum. Ich habe jetzt auch keinen Bock, mich da durchzukämpfen. Okay. Ja, wenn man wenigstens. Ah, da. Wenn man wenigstens. Ah, da. Wenn man wenigstens irgendwas hätte. Ach, naja, scheiße. Naja, gut, den einen Mob werde ich jetzt auch gerade so noch alleine schaffen. Ist die Frage, ob der beide Mobs tanken kann. Aber es ist ja nicht schlimm, denn wir haben diesen. Ach so, das kanalisiert. Na, das ist ja geil. Dann kann ich ja währenddessen gar nichts anderes mehr machen. Siehst du, wieder was gelernt. Das ist nicht so toll. Ich dachte, das ist so ein Zauber, den machst du so. Willst du mich verarschen? Ach so, ich dachte, weil ich den als habe ich das gelootet habe, dachte ich, dass das von dem Vampir-Ding kommt. Und dann habe ich mich aufgeregt, weil da natürlich steht von einem Braunbären und das ist natürlich kein Braunbär, das ist natürlich klar. So. Aber so passt das ja alles. Wieder, also es geht auch, also vom Leveln her geht das eigentlich auch recht schnell. Gut, sind halt die ersten Level, aber trotzdem. So, 2 von 5 haben wir schon mal. Dann gucken wir mal noch da hinten, was da uns so erwartet. Aber es ist natürlich auch an sich eigentlich gar nicht mal so verkehrt, wenn man halt so einen kleinen Level-Vorteil hat eigentlich. Weil so geht es an sich einfach einfacher. Gerade in so rotem Gebiet, wenn jetzt hier mehrere Mobs wären, wir in irgendeiner dunklen Höhle wären, dann hätten wir eine größere Chance, dies zu überleben, auch wenn uns mal 3 oder 4 Gegner angreifen. Das ist dann natürlich ein Riesenvorteil. So. Leider nicht. Ah, die Map mag, die Quest mag ich nicht. Ich hasse es auch generell, so bei solchen Quests zum Beispiel halt, wieso haben die keinen Pelz oder was, denke ich mir dann immer so. Darf ich denen nicht so dollen Schaden zufügen oder. Ne, halt, an sich, das macht für mich keinen Sinn, weil jeder von denen hat doch ein Fell. Und deswegen sollte eigentlich auch jeder einen droppen. Aber nun ja, 3 von 5 haben wir ja schon, von daher ist die Quest natürlich auch gleich zu Ende. Die können natürlich auch nicht überall die Droprate auf 100 machen, weil sonst würde man viel zu langsam leveln oder überhaupt nicht leveln. Ist ja auch nicht Sinn davon. So, bam. Ah, 160er Crit, episch. Oh, ein Dolch. Brauchen wir aber leider nicht. So, jetzt hier, der verseuchte Braunbär. Da sind sogar 2 Stück gleich, denn gleich muss ich diesen Part leider auch beenden in so 2 Minuten. Sonst ist der wieder zu lange. So 20 Minuten will ich jetzt immer machen. Wir werden den wahrscheinlich. Ist immer doof, den mittendrin im Gefecht zu beenden. Das mag ich zumindest nicht. Deswegen hoffe ich, dass wir wenigstens diese Quest beenden können. Bei der Drop Rate momentan allerdings ist das wahrscheinlich nicht der Fall. Obwohl das natürlich auch alles hier echt gerade keine Aufgabe ist, das muss man sagen. Ich freue mich schon auf die Instanzen dann. Das wird lustiger, auch dann leichter natürlich zu leveln. Auch da müssen wir gucken, weil ich bin ja generell einer, der will hier lieber die ganzen Quests machen. Es gibt dafür sogar zumindest, also auch in diesem Gebiet hier, glaube ich, einen Erfolg. Gucken wir gleich mal oder gucken wir jetzt. Quests in den östlichen Königreichen müsste das sein. Ach so, das wird alles, oder? Ist das hier? Ja, das ist das. Was sind wir denn? Tristfall? Wie heißt denn das? Heißt es Tristifall da? Ja. Okay, dann gucken wir mal ganz kurz und töten währenddessen den Baum hier. Ach, ist das nach. Nee, Hinterland, Hügelland, Schlinglandtal, Ödland, Arati-Becken. Weil eigentlich, soweit ich weiß zumindest, gibt es das für jedes Gebiet, aber irgendwie nicht. Im Silberwald gibt es das dann. Das ist schon mal okay. Gut, dann gibt es das hier nicht. Aber normalerweise dachte ich jetzt, dass es das überall gibt. So, dann würde ich sagen, beenden wir doch den Part am besten hier, weil das gerade so schön passt. Weil jetzt habe ich die Quest endlich geschafft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, tschüss meine Freunde, bleibt trocken.